Hallöchen, Freunde, wir sind die Alchemisten und vielleicht nochmal kurz zur Erklärung vorneweg. Wir sind auf YouTube gleich zweifach vertreten, einmal mit unserem Musikkanal Circle of Alchemists und dann auch noch mit Slay Massive, wo wir Let's Plays machen. Und wir präsentieren euch jetzt 7 Lügen und eine Wahrheit. Ja, der Benjamin hat mit 7 Jahren eine Jonglier-Show gehabt im Zirkus, ist damit ein Jahr auf Tour gegangen und hat damit ziemlich, ziemlich viel Asche gemacht und kann heute noch von den Tantiemen leben, die von den Aufzeichnungen dieser Show eingenommen werden. Ja, der gute Tommy, der hat als kleiner Junge mal auf einer Exkursion im Walde Erbmaterial eines Einhorns gefunden und hat sich dann viele Jahre später überlegt, Chemie zu studieren, um Genversuche mit diesem Material anzustellen und ganz wilde Sachen dabei zu kreieren. So, und der liebe Flo, der hat es tatsächlich mal zustande gebracht, bei Rock am Ring wirklich jedes einzelne Dixie-Klo zu besuchen, das bei dem kompletten Festival vor Ort war. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Leistung. So, alle Welt fragt sich ja schon, wo der Dombi sein Tattoo hat. Wir haben in der Community da immer mal Gags drüber gemacht und heute lösen wir es auf. Es ist unsere Zimmerpflanze als Arschgeweih. Hat er sich irgendwann mal stechen lassen. Ja, auf unserem Let's Play-Kanal Slay Massive haben wir noch einen Kollegen mit dabei, den Erik. Und der hat sich tatsächlich mal beim StarCraft-Spielen den Finger abgespielt und hat jetzt, weil er zu viel gezockt hat, deswegen einen Cyborg-Finger. Viele Leute fragen sich ja, wie wir uns kennengelernt haben. Und das war vor über 10 Jahren. Da waren wir alle unterwegs nach Japan, um uns die neueste PlayStation zu besorgen und sind dabei ja mit einem Kreuzfahrtschiff rübergetingelt und haben uns ja auf dieser Fahrt kennengelernt und sind seitdem beste Freunde. Ja, wir hatten ja die Ehre, mit der Menschen einen kleinen Ausflug nach Las Vegas zu machen. Und auf diesem Trip ist natürlich klar, wie das so ist in Vegas, ist uns natürlich auch etwas ziemlich Blödes passiert, zumindest einem von uns. Denn der Dominik hat es vollbracht, eine Nacht im Gefängnis in Las Vegas zu verbringen. Wie das dazu gekommen ist, das bleibt natürlich geheim. Eine der häufigst gestellten Fragen an uns ist, wie haben wir eigentlich Gronkh und Sarazar kennengelernt? Und das war tatsächlich auf Daniele Rizzos Geburtstag, wo wir keine Ahnung hatten, wer die beiden sind. Wir standen alle so am kalten Buffet rum und die Frage kam in den Raum, macht ihr eigentlich Musik? Wir brauchen gerade Musik. So haben wir uns alle kennengelernt. Yo, das waren 7 Lügen und eine Wahrheit von uns Alchemisten. Und wer von euch die Lüge und die Wahrheit voneinander unterscheiden konnte, der kann das ja mal in die Kommentare schreiben, was von dem allen wahr war.